Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die auf Neverscan. Ich habe hier irgendwo Besuch. So, und ich muss erstmal diesen Besuch erstmal ausmerzen. Wo bist du denn hin? Ist natürlich noch richtig schweinedunkel hier. Da bist du. Danke, dass du dich bemerkbar machst. Dankeschön. Mensch, du. Jo, und zack. So, 550 Punkte. So, was liegt heute an? Ja. Ich werde erstmal da hinten, glaube ich, mal gucken gehen, bei dem, obwohl das ist. Das war ja hinten das, der Bauernhof, ne? Ist ja auch vielleicht jetzt nicht so geil. Ach, wir gehen einfach gucken, was soll's. No risk, no fun. Ist halt so. Ja, wir müssen auf jeden Fall skillen. Wir brauchen skillen, wir brauchen skillen, ja. Wir müssen skillen, wir brauchen Punkte. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Wir brauchen Punkte, damit wir dann eben halt so ein bisschen vorankommen, was die Skills angeht. Was ist denn das hier die ganze Zeit? Das ist die Sonne, die gerade aufgeht und mal hinter Bäumen und sonst wo irgendwie rumwackelt da. Das macht mich irgendwie so ein bisschen kirre. Was wollte ich sagen? Wir brauchen eben halt Punkte fürs Fahrrad. Wir brauchen für dies und für das und für jenes brauchen wir diverse Punkte. Da müssen wir mal gucken. Und dann sollten wir sehen, dass wir Steine, Holz zusammen nochmal farmen für die Hordennacht. Da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, wie wir das Haus am besten verteidigen. Obwohl, ich denke mal, ich werde das ganz einfach so machen, dass ich, ja, mal gucken, dass wir einfach ein paar Spikes hinsetzen. Dass wir einfach ein paar Spikes setzen. Und dann mit Flagstone noch ein bisschen aufrüsten. Mal gucken, irgendwie sowas. Ich will ja jetzt auch keine riesige Villa bauen, sondern zumindest so, dass wir dann erstmal ein bisschen. Ein klein wenig erstmal überleben. Ich habe da vorne schon irgendwas. Da. Bobs Boards. Boas. Also Schweine. So. Ich meine mal gehört zu haben. Nein. Ich meine mal gehört zu haben, dass da irgendwie irgendwas drin sein soll im Keller. Irgendwas richtig Fieses, was richtig, richtig fies Großes auch. Das wollte ich mir auch mal ganz gerne mal angucken. So, komm mal ran hier. Was, du lebst ja immer noch? Oder wieder? Doch, das muss er ja nochmal sein hier. So, jetzt. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ob ich die Punkte bekommen habe. Das ist natürlich doof. Nein. Diese Stamina. Die Stamina, die macht mich wahnsinnig. Karls Korn. Ups. Sag mal. So. Nochmal? Ja, komm. So. Schicht im Schacht. Ah, guck mal an. Grace. Hello? Hallo? Oh, viele, viele Schweine. Die können wir uns manchmal alle gönnen. Ah, da können wir uns nicht durchlooten, oder was? Das ist natürlich gesperrt, das war ja klar. Ah. Müssen wir uns mal durchkloppen hier. Wollen wir uns dann mal eben durchkloppen? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber naja, wenn das schon mal versperrt ist. Was ist denn hier denn passiert? Freigeschaltet. Da können wir die Schweine rauslassen. Aber ich will die ja nicht. Ich will die ja nicht. Hey, Schwein. Guck mal, da ist auch noch ein Schwein. Warte mal. Den können wir doch eigentlich mal gleich. Wir brauchen ja sowieso ein paar Schweine.
Und dann gönnen wir uns auch mal die Schweine. So. Vielleicht mal ein neues Messer, wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Gegenstand muss repariert werden, natürlich. Können wir repariert werden? Warte mal, können wir das reparieren? Fallen lassen? Nee. Das wäre mir neu, wenn man das reparieren kann. Ist aber egal. Rezepte. Kochen, Knochen, Klinge. Zack. So, neues Messer. Und Level 3. Sehr schön. Können wir nicht eigentlich so ein bisschen... Sonst können wir uns doch erstmal die Schweine, oder? Wir brauchen sowieso Fleisch. Ein Schwein weg. So, sehr schön. Nehmen wir doch ein bisschen Schwein mit. Einfacher kommen wir dann auch nicht an Fleisch. So, machen wir wieder zu. Und übrigens an dieser Stelle, weil auch mal nachgefragt worden ist, ja, ich habe hier tatsächlich aus diesen Kadavern tatsächlich Nitrat gerade rausbekommen. Soll man, da sieht man es ja auch mal dreimal Nitrat, also ich habe da tatsächlich Nitrat rausbekommen. Das habe ich jetzt so ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass man aus solchen Kadavern auch Nitrat rausbekommt, aber haben wir jetzt gesehen. Ach, da kommen wir natürlich wieder nicht durch. Nee. Das Lustige ist natürlich, dass ich mich dann hier wieder, dass ich hier wieder Zeit verschwende, obwohl ich eigentlich erstmal meine, vielleicht erstmal mein Lager bauen sollte. Nein, Corvin, das ist natürlich definitiv so, dass ich mir schon bewusst, dass natürlich das Entwickeln sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dass es sehr viel Arbeit ist, um ein Spiel zu programmieren. Gar keine Frage. Also wenn ich mich dann mal über 7 Days mal aufrege, dann ist es auch keineswegs böse gemeint. Ne? Gar keine Frage. Es ist nur dann trotzdem manchmal etwas deprimierend. Man weiß natürlich trotzdem, es ist ein Early Access Titel. Eigentlich bräuchte man sich da nicht aufregen, aber trotzdem, wenn man gerade so, wenn man ein Spiel gerne mag, so wie eben halt 7 Days, dann würde man natürlich schon ganz gerne sehen, dass es sich dann auch irgendwie vernünftig weiterentwickelt. Ja, dass das irgendwann vorangeht. So, wir haben es gleich durch hier. Draußen sind sie schon in Gang. Mal gucken. Ich will nicht hoffen, dass sie mir gleich den Ausgang versperren hier. Das wäre etwas blöde. So. Da ist noch nicht mal was drin. Die Schweine. Da ist noch nicht mal was drin. Ich werde warm. Scheiße. So, ihr kleinen Schweinchen. So, ich mache erstmal oben den Zombie weg. Die Zombine. Ich habe nämlich keine Lust, dass die mir nachher in den Rücken fällt. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Mal ein bisschen auf die Uhr gucken auch. So, komm mal ran. Was ist die nächste Uschi? Papf! Keine Stamina. Na komm, ein bisschen Stamina brauchen wir noch. So, ein Schlag und alles gut. So. Wir gehen wieder runter in den Keller, würde ich sagen. Holen wir uns noch schnell mal die anderen Boas. Ja, ist klar. Einmal schnell die anderen Boas. Hier ist doch nur freigeschaltet. Ne, hier ist freigeschaltet. Das finde ich ja schon mal sehr sympathisch, dass es freigeschaltet ist. Level 2. So. Können wir uns nämlich das Fleisch schön mitnehmen. So.
Nein, ich will da. Eisenpfeil, da. Nein. Boah, Alter, kommt man hier jetzt nicht ran, oder wie? Na, das ist jetzt ein Elend. Komme ich nicht an das Schwein ran? Na gut, dann nicht. Ich werde jetzt hier auch nicht eine halbe Stunde rumjuckeln. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Ich würde mal interessieren, was da oben rumkeucht und fleucht. Zumindest mal ein kleines Äuglein werfen. Ein kleines Äuglein. Oh Gott, was ist denn hier los? Kochtopf kann man mitnehmen. Da ist doch 100 pro ein Zombie drin, oder? 100 pro. Da ist doch 100 pro noch eben. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Also ich dachte, kam vorhin noch einer. Es hörte sich gerade so an, als wenn vorhin noch ein Zombie kommt. Ups. Ja. Uff. Alter, ich brauche mal ein bisschen Stamina hier gerade mal. Nein. Oh. So, komm mal runter, Mädels und Jungs. So, einer weg. Oder eine weg. Du noch. Mensch, du. Auch alles klar. Du. Alles voller Schmodder hier, du. Da ist natürlich auch noch was dahinter. Moin. Mehr Schweine. Ist dann die Frage, kriege ich den mit dem Knüppel entspannt weg? Jo. Krieg ich. Zwei Schläge, dann passt das. Sehr gut. Aber wenn das Fleisch nicht so wichtig wäre, ne? Gerade mit dem Fleisch. Moin Tier. Das Messer geht aber auch schnell kaputt, ne? Meine Fresse, du. So. Noch ein Vieh. Alter, wir gehen mit 6 Milliarden Fleisch gehen wir hier raus, so. Minimum. So. Du. Bisschen Fleisch. So, wo ist sie jetzt? Na du? Moin. Da. Du willst rein? Jo. Da. Guck mal, was hier oben abgeht. Moin. Geht hier noch irgendwas los? Irgendwas drin da? Ui. Mehrere sogar. Okay. Patz. Da kommen noch mehr da hinten. Alles klar. Oh, das Schwein bleibt schön stehen, ganz brav. Ups, eieiei. So. Okay. Bleib mal schön stehen, da ist alles gut. Ja, komm mal raus. Ein bisschen Mühe muss ich schon geben. Ja, brav. So.
So. Komm, einen willst du noch? So, brav. So, mal ein bisschen Stamina sammeln, sonst kriegen wir das Schwein gleich tot geprügelt. Diese Dosen. Oh, ein paar Bolzen, gar nicht so schlecht. Was, durchsuche Bath Blub, was? Okay. Bath Blub. Grace. Das sieht richtig, richtig nice aus. Grace ist hier wohl ausgebrochen, wie es aussieht. Grace. Ups. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Grace. So. Hier nochmal eins. So, für die Galerie. Grace. Grace war wahrscheinlich das Mutterschwein. So, pass mal auf. So. Das nächste Schwein erlegt. Mal gleich mal gucken, wie viel Fleisch wir überhaupt eingesammelt haben. Schaufel mal diese Zementsäcke oder die mit blauem Plan umwickelten Ballen. Okay. Das können wir machen. Die hier, meinst du, ne? Ah, cool. Danke für den Hinweis. Das ist natürlich auch lecker. Da kriegen wir direkt mal schön ein paar hier Dingens, Pflastersteine. Natürlich nice. Gut zu wissen. Alles noch nicht ausprobiert. Ich habe so ein bisschen Bammel, dass mir hier gleich irgendjemand den Rücken fällt. Jo, da haben wir nichts. Was haben wir? Chemistry destroyed, natürlich. Oh, was haben wir da denn? Water Purifier. Nehmen wir mal mit. So. Können wir das Ding gleich auseinanderschraubseln? Oder nicht? Doch. Hä? Doch, jetzt. Da kriegen wir nicht gleich auch Metall raus. Guck mal. Oder auch nicht. Ein bisschen Metall haben wir gerade rausgekriegt. Also da haben wir es. Da. Forge Iron. Sehr gut. Haben wir gleich ein bisschen Forged Iron gleich für Spike. Ich habe echt Bammel, dass ich hier gleich überfallen werde. Nicht, dass ich Angst vor einem Zombie hätte, aber trotzdem. Naja, man muss ja ein bisschen gucken. Oh, dieses Stamina, ne? Dieses Stamina. So. Na, wo sind wir denn? Hier bist du. Guck mal um die Ecke. Ah, Mutti ist reingekommen. Na. Gleich mal ein kleines Willkommensgeschenk. So, das ist auch hinter dir. Wer ist denn da noch? Da wahrscheinlich drin, wa? Wie spät haben wir es denn? 11.15 Uhr. Das ist echt ein geiler Tipp, muss ich sagen. Ich habe ja auch noch nicht alles ausprobiert. So, da ist aber auch noch eine Tür. Na toll. Dann müssen wir sie auch noch durchprügeln hier durch den ganzen Haufen. So viel Arbeit. Gucken, ob da jemand drin ist. Die mal Hallo sagen wollen. Sieht ja noch nicht danach aus. Da müssten wir eigentlich mal gucken, ob wir nicht schon eine bessere Steinaxt können. Da auch schon, oder? Ja, siehst mal. Naja. Die können wir mal rausbauen. Modify. Können wir die mal rausnehmen. So. Abschließen. Machen wir die mal kaputt. Zerlegen.
Die darauf, die können wir auch gleich mal modifizieren. Dann packen wir die nämlich da rein. Zack. So. Mal gespannt, wer hier drin ist. Irgendwo muss der Gray sein. Moin. Na, komm raus, Pippi. Einmal schön auf die Goschen. Ach so. Okay. Nicht. Ist natürlich dann auch wieder schön entkambert. Hallo. Hier ist Grace offiziell auch nicht. Bin mal gespannt, ob es hier tatsächlich so ein Viech gibt. So ein Riesenschwein. Hä? Wo bist du jetzt schon wieder? Ach, da oben. Boah, wir haben Tag 5, 12 Uhr, weißt du? Ach, da oben! Moin! Hello! Aua. Nein. Grace, bist du da? Grace. So gern, ich würde eigentlich ganz gerne mir alles nochmal angucken, aber das Problem ist mich, dass ich kaum Zeit habe. Wie viel Fleisch habe ich jetzt eigentlich schon dabei? 226 Fleisch. Oh. Ah, ich würde hier gerne echt weiter gucken, aber ich glaube, sonst läuft uns die Zeit nachher weg. Wir haben es schon wieder 12.30 Uhr und wir haben Tag 5. Heißt natürlich nicht, dass die Horde tatsächlich an Tag 7 kommt oder Nacht 7. Aber. Für mich da hinten weiter, aber da komme ich ja nicht auch mal eben so hin. Da müsste ich mich auch durchprügeln. Oder mit ein bisschen Holz und dann hier oben längs. Das könnte man natürlich auch mal versuchen. Das könnte man einfach mal kurz machen. Mal ganz kurz. So, Holzrahmen haben wir mal so 4, 5 Stück. Ups. So, hier vielleicht nochmal rein, nur schon kurz. Nein. Huch. Nein! Scheiße! Nein! Das ist jetzt natürlich doof. Das war ja aber wieder so klar. Komm ich da. Ach nee, warte mal, hier komme ich ja raus. Hoffe ich. Ach, da oben sind die Schweine. Also nicht die Schweine, nicht die Schweine, sondern die Zombie-Schweine. Ob ich ein Hordenhaus habe? Naja, gut, ich habe das, was ich halt habe. Das eine Hordenhaus, das Safehouse, wo ich halt momentan lebe, das ist mein Hordenhaus. Weißt du was, ich werde auch mal nochmal so langsam wieder mal zurückmarschieren, weil wir haben es 13 Uhr, wir haben Tag 5, der eigentlich schon fast wieder durch ist, der Tag. Ach, hier kommen wir auch einfach so raus. Müssen wir sonst später nochmal reinschauen hier. Dass wir da endlich mal ein bisschen zu Potte kommen, dass wir da ein bisschen was machen. Zwar schade drum, ich hätte mir das gerne noch weiter angeguckt, aber ich werde ja nicht fertig. Ich muss also ein bisschen was für die Horde, muss ich schon vorbereiten. So. Lehm brauche ich ja auch noch, damit wir dann gleich die... Na gut, Steine haben wir ja da. 155. Flagstones.
Ob ich die nicht. Wo habe ich die denn? Flexstones? Flexstone, Flexstone Gable. Da, Steinblöcke. Da können wir wenigstens ein paar von denen schon mal craften. Ach, ich muss ja auch noch. Ich muss auch den Schlafsack nochmal aufheben. Wenn wir dann zwischendurch doch mal krepieren, dann haben wir echt ein Problem. In Kammern sind wir auch wieder wie die Hölle. Scheiße. Oh, wir sind auch schon wieder bei 25 Minuten. Ist ja grandios. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Break. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich es dann vielleicht mal irgendwann gebacken kriege, tatsächlich mal mein Safehouse vielleicht mal wieder ein bisschen aufzurüsten. Überhaupt mal so weit zu kommen, dass man sagen kann, hier können wir ganz in Ruhe und ganz entspannt mal irgendwelche Zombies mal empfangen. Das sieht ja momentan noch nicht danach aus. Wie dem auch sei, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Seven, wenn ihr es wieder macht, die Tür. Bis dann. Tschüss.